Hallo und gute zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 17. Juni. Ich bin der Christian. Und ich bin der Bujan. Servus. Gottvater auf Schokibanoki. Ja, so. Ja, das ja, geht runter wie Zucker. Wollte ich gerade sagen, muss man also ja mal Zucker geht eigentlich ziemlich scheiße runter. Ja, ne? Öl. Zischt wie Apfelsaft. Zischt wie Apfelöl. Was hast du mitgebracht? Das Geburtstagskind des Tages. Venus Williams. Ach, nee. Ja, das Tennismäuschen. Ja. Die hat es richtig drauf. Die hat es richtig drauf, ja. Die hat heute Geburtstag, die Venus Williams. Sauber. Also, ja. Herzlichen Glückwunsch, Venus. Venus. Alles Gute. Gab es nicht mal von Bananarama dieses eine Lied, Venus? I'm your Venus. Genau, ich habe immer I'm your Penis verstanden. Fand ja, das super. Penis bis Williams. Bis mich jemand. Aber Venus Williams. Venus Williams, wirklich, ja. Granate. Und die hat Muskel, Lecco Mio. Also, da kann man unsere zusammenlegen und gucken. Und dann hat man eine an. Venus Williams. Eine halbe Venus Williams. Eine halbe. An schlechten Tagen. Genau. 17. Juni heute gedenken wir dem ehemaligen Nationalfeiertag in Deutschland. Mhm. Nämlich, dies ist der Gedenktag an den Aufstand in der damaligen DDR im Jahre 1953. Also liegt schon zwei, drei Wochen zurück. Ja, ja. Und heute ist der Mahntag zur deutschen Einheit. Der Mahntag? Genau. Okay. Also fühlst du schon diese Mahnung? Ich fühle mich sehr gemahnt. Ja, ist das schon die zweite also Mahnung? Selten. Gerichtsvollzieher kommt als nächstes. Das weiß selten habe ich mich so gemahnt gefühlt. Sehr gut. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Am 17. Juni. Kinostart 99 war vom Film The Matrix. Ah, die Matrix. Die Matrix, ja. Das Poster dazu ist Gewinner des Academy Awards geworden. Originaltitel The Matrix. Wie das Poster war. Da steht der vor dem ganzen Code-Gedönse da hinten. Also nicht Code, sondern Code-Gedönse. Code, genau. Code. Die Matrix, also in dem Film wurde zum ersten Mal eine Technik verwendet, diese Bullet-Time-Technik. Mhm. Weißt du, wo er sich so zurücklehnt und so, den Kugeln auswischt. Genau, und dann, dass sich auch so dreht einmal drum. Genau, und das ist aber eigentlich aus dem Computerspiel. Max Payne. Genau. Max Payne, okay. Das zuerst. Aber also Matrix fand ich sehr geil. Fand ich sehr geil. Geiler Film. Der erste war der beste. Wir waren damals mit Saschas Ex waren wir da drin. Mhm. Und als wir rausgekommen sind, ist die uns so offen gegangen, weil sie nichts verstanden hat. Wie kann das sein? Und pipapo und hin und her. Oh mein Gott, das war eine Katastrophe. Sind wir gerade in der Matrix? Warte, huscht eine Katze vorbei? Ach, vielleicht sind wir in einer schlechten Matrix. So, ja. 1956 fanden die ersten Lottoziehungen mit Zusatzzahl statt. Sechs richtige plus Zusatzzahl. Genau, genau. Ah, okay. Wann war das? 1956. Am Anfang hatte diese Zusatzzahl nämlich nur eine Ersatzfunktion. Mhm. Da ging es darum, wenn nicht genügend Leute sechs richtige beisammen hatten, dass man halt noch diese Zusatzzahl genommen hat und gesagt hat, das ist so die Ersatzsechste. Ja. Aber es haben halt natürlich immer mehr Leute mitgemacht. Und der Staat hat sich gedacht, ja komm, da kriegen wir noch mehr Asche. Machen wir einfach nochmal. Hauen wir noch raus. So schaut's aus. Die Zusatzzahl. Ja. Jahrestag der Zusatzzahl. Soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen? Ja. Ich greife hier rein und habe einen Chip. Warte mal, kann ich auch. Oh nee, ich habe eine Nuss gezaubert. Oh, Hammer. Auch gut, aber lecker. Die Sendung heute voller Magie. Ja. Leute, teilt das Wissen. Bis demnächst. Ciao, macht's gut. Ciao.